Am Freitag gingen zahlreiche Chemnitzer Schüler und Studenten für Nachhaltigkeit und den Schutz der Umwelt auf die Straßen. Grund dafür ist die Bewegung Fridays for Future, welche seit einigen Monaten weltweit für Aufmerksamkeit sorgt. Wir sind hier, weil wir denken, dass es wichtig ist, ein Zeichen zu setzen, gerade weil es ja unsere Zukunft betrifft. Und ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, um sich zu positionieren. Und wir Jungen, wir müssen aufstehen, um zu zeigen, dass auch unsere Erde ist. Man kann nur die Plakate zitieren, wir haben keinen Planet B. Also warum wird nichts getan? Und dafür stehen wir hier. In über 100 Ländern weltweit zieht es junge Menschen auf die Straßen. Mit ihren Bannern und Plakaten demonstrieren sie für den Wunsch, öffentlich wahrgenommen zu werden. Aus diesem Grund besuchen sie an Freitagen weder die Universität noch die Schule, um die Relevanz des Themas zu verdeutlichen. Das ist eine wunderbare Sache, dass sich die jungen Leute engagieren. Ja, ich finde es super, hier die Schülerinnen zu unterstützen. Also fühlt sich einfach gut an, es ist schön, die ganzen Schülerinnen zu sehen und ja, da ist man doch gerne dabei. Obwohl der Klimawandel ein häufig aufgegriffenes Thema in der Politik und den Medien ist, scheinen die Handlungen für eine nachhaltige Lebensweise noch zu langsam vonstatten zu gehen. Zu demonstrieren ist für die teilnehmenden Bürger eine wichtige Maßnahme. Wir wollen als Gesellschaft für den Klimaschutz auf der Erde sozusagen auf die Straße gehen. Und ich freue mich, dass wir über den Innenstadtring von Chemnitz laufen, denn dort ist ein Riesenverkehrsstrom jeden Tag. 600.000 Autofahrten in Chemnitz und der motorisierte Verkehr, der macht 20% des CO2-Ausstoßes aus. Und das können wir einfach nicht länger machen. Wir brauchen einen Gesellschaftswandel, dass die Gesellschaft weiß, wo es hingehen kann und irgendwie sozialverträgliches Leben auf Erden ohne zu viel Technik aus meiner Sicht. Die Folgen der globalen Erwärmung betreffen jeden. Deswegen ist es wichtig, gemeinsam an einer ressourcensparenden Zukunft zu arbeiten.